mein Fazit fällt folgendermaßen aus, dass wir heute eigentlich ein gutes Bezirksligaspiel gemacht haben. Wir haben gegen Tabellenführer gespielt, wir konnten aber schon lange Zeit Paroli bieten, denke ich. Ja, wir haben leider unnötige Fehler gemacht, die dann auch zu Toren geführt haben. Die wurden dann halt auch eiskalt bestraft. Da waren wir leider zu unkonstant. Aber ich bin eigentlich mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. Vor allem, wenn man unsere letzten Auswärtsspiele, sage ich mal, betrachtet. Da lief es ja nicht ganz so. Ich glaube, das wisst ihr auch. Von daher war es ein ordentliches Spiel. Fehler hätte man mehr vermeiden sollen und müssen. Dann wäre vielleicht ein Punkt drin gewesen. Aber es ist halt so, wir haben ja auch nicht gegen irgendjemanden gespielt. Ich glaube, und das habe ich meiner Mannschaft auch in der Halbzeit gesagt, dass wir in der ersten Halbzeit offensiv 3, 4, 5 sogar richtig gute Spielzüge hatten. Nur der letzte Ball hat gefehlt. War immer so wirklich so ein Duttal. Hätten wir da sauberer gespielt, den letzten Ball, glaube ich, hätten wir 2, 3 gute Chancen gehabt. Das hat uns heute ein bisschen gefehlt. Diese Genauigkeit nach vorne lief in den anderen Spielen anders. Und deswegen haben wir auch eine relativ souveräne Offensive jetzt in der Saison. Aber das war, glaube ich, so der Hauptknackpunkt, dieses bisschen unsaubere Spiel heute. Ja, das ist ein bisschen Spiegelbild bei uns, was wir auswärts einfach liefern. Du kommst hin, 2-1, bist eigentlich voller Euphorie, willst nochmal anpacken, wir wollen weiter vorne den Gegner stören. Dann kommt eine Flanke, wo ja gefühlt auch ein bisschen Schnee drauf war. Wir schauen uns irgendwie alle an, keiner geht so richtig hin und dann schauen wir uns wieder an und denken uns, oh Mist, der Ball ist im Tor. Das ist ärgerlich, da müssen wir halt einfach konsequenter sein, da die Fehler auch unterbinden. Dann steht es 2-1, wisst ihr selber, da kann immer noch was passieren die letzten Minuten, dann spielen wir langes Holz, stellen unsere großen Innenverteidiger vor. Aber somit 3-1 ist halt so, aber ich glaube schon, dass über weite Strecken der Gegner auch mehr hatte vom Spiel und schon verdient gewonnen hat. Und ich wünsche ihnen natürlich einen Aufstieg, ist klar. Ja, das stimmt schon heute. Auch in der ersten Halbzeit hatten wir bis dahin eigentlich keine richtig klare Torchance. Und dann nutzen wir den Standard und zweite Halbzeit, wie du gesagt hast, kommen die endlich besser raus und wir nutzen unsere erste Chance. Und dann steht es 2-0 und dann wird es natürlich schwierig für Finzing. Ja, wir wollten eigentlich schon unbedingt mal wieder die Null halten, weil wir jetzt immer ein Gegentor bekommen haben. Und wir kennen ja Finzing jetzt mittlerweile ganz gut aus der letzten Saison, aus dem Testspiel, aus dem Hinspiel. Deswegen haben wir uns jetzt nicht mehr speziell vorbereitet, weil eigentlich jeder wusste, was auf ihn zukommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.